Hallo zusammen, ich bin wieder mal am Lithium-Batterien einbauen. Eine 200 Ampere Untersitz, nichts Spezielles, habe ich schon ein paar Videos gemacht und ich will euch jetzt aber was zeigen. Ja, wir haben hier diese Liontron-Batterie unterm Sitz montiert und hier das bessere App, das Xiangyun App oder so, das verlinke ich euch unten drin. Und wir sehen hier den Strom, der rausgeht aus der Batterie, der ist null, ist nichts angeschlossen. Und ich habe hier hinten, hinterm Sitz, wenn ich das jetzt hier so zeige, einen Wechselrichter an die Sitzbank montiert. Und ich schalte den ein. Dann sehen wir hier auf dem App, geht im Moment. Dann kommt der Lüfter. Also Lüfter an, also Föhn an hier. Dann braucht er 102 Ampere, das ist okay. Das sind 1200 Watt Ampere, 1200 Watt Föhn. Aber jetzt im Leerlauf braucht er 1,6 Ampere. Ich ziehe den Stecker aus. Und der Strom ist immer noch bei 1,6 Ampere. Das heißt, wenn ich den Wechselrichter vergesse auszuschalten, braucht er, ob schon da gar nichts angeschlossen ist, permanent Strom. Zweitens habe ich nur an der Steckdose da hinten habe ich dann direkt Strom. Das heißt, die anderen Steckdosen im Wohnmobil funktionieren nicht. Die funktionieren nur, wenn 230 Volt anliegt. Und hier gibt es zum Beispiel für diese Anwendung diese Netzvorrangschaltung. Das heißt, ich gehe hier rein mit dem Netz. Netz von 230 Volt. Das hat auch dann Vorrang. Ich hänge hier den Wechselrichter an und ich hänge hier das Bordnetz an. Bordnetz heißt zum Beispiel die normale Steckdose oder die Kaffeemaschine oder was alle Verbraucher, die wir haben, außer das Ladegerät. Das darf zum Beispiel nur laufen, wenn ich Netzstrom eingesteckt habe. Oder den Kühlschrank. Der darf nicht laufen auf 230 Volt über einen Wechselrichter. Das macht keinen Sinn. Oder den Warmwasserboiler. Der darf auch nur laufen, wenn ich Netzstrom habe vom Land. Oder vom Campingplatz. Ja, das ist die Wechselrichter Vorrangschaltung, die hätte auch hier super Platz hier unten. Spanngurt ein bisschen auf die Seite und ich könnte die hier nebendran montieren. Ja, das ist es aus diesem Wohnmobil. Netzvorrangschaltung, Wechselrichter und die Batterie. Hier oben mache ich euch ein Video über Netzvorrangschaltung, hier über die Batterie, hier über die eigenen Batterien, die haben wir jetzt wieder, nachdem Suez und so weiter alles war, haben wir wieder am Lager. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.